Willkommen aus den Elfenruinen zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin Steffen und wir machen weiter. Aber natürlich nicht in dieser Stimme. Wir müssen erstmal zurückpoltern. Wir haben in der letzten Epi... Oh, genau. Warum? Vergiss es. Ich kämpfe jetzt hier nicht mit euch. Hallo. Wir haben hier in der Elfenruine... Oh, ey. Jetzt kann ich hier nicht hoch? Oh, ist nicht wahr. Jetzt darf ich hier wirklich kämpfen. Hallo. Ey, Geralt. Ist doch nicht wahr. Danke. Ich werde dauernd unterbrochen in meinen Ausführungen. Nein, oh, ist so laut hier. Wir haben ja hier den Sonnenstein letztes Mal gefunden. Und demnach können wir jetzt die nächste Quest machen. Und den Sonnenstein brauchen wir ja, um hier Mr. Oh, nicht Imlerit. Oder Imlerit hieß. Ich habe den Namen schon wieder verlegt. Oh ja, noch ein Geist. Komm, der nächste. Warum kommen denn hier noch mehr? Oh, da war die Entladung. So. Leckt mich alle am Arsch. Ich finde die auch nie wieder raus, ne? Ist euch hoffentlich klar. Da, da, da. Die Musik erinnert mich voll an Herr der Ringe. Ja, apropos Herr der Ringe, bin ich ja mal gespannt, ob bin ich überhaupt richtig? Doch, jetzt bin ich richtig. Ja, ja, genau. Man müsste ja, weil ja viele denken, dass es jetzt zu Ende ist. Ich habe übrigens den Schlüssel vom letzten Mal nicht gefunden, ne? Der da unten drin ist. Aber ich nehme mal an, das könnte eine Quest sein. Monsterlager? Wo, hier? Hier ist ein Monsterlager? Wo ist denn hier ein Monsterlager? Ihr erzählt ja wieder Blödsinn. Aber irgendwie bin ich hier an einer scheiß Stelle rausgekommen. Wie war da ein Wegpunkt? Oh, ich bin nach oben gegangen, ne? Oh ja, ist klar. Oh nee. Wo muss ich da jetzt eigentlich hin? Nach da unten. Pisse. Pisse. Große Pisse. Ah, da müssen wir wohl hier hin. Ist da ein Hafen irgendwo in der Nähe? Nee, aber wir können von da aus dahin fahren. Gut, dann müssen wir jetzt, wohl oder übel. Beziehungsweise, warte mal. Wenn ich jetzt einfach wieder da runterpeitsche, kriege ich das nicht hin? Heya! Sieht schlecht aus, denke ich mal, oder? Jawohl. Das könnte funktionieren. Mein Plan. Wobei er vielleicht auch nicht so klug ist. So schnell, Plätze. Oh, wall ride. Oh, Plätze. Beruhige dich. Beruhige dich. Beweg dich. Oh, oh, Manual. Fetter Manual. Oh, 360. Fetter Flip. So, haben wir doch schon. So, dann können wir jetzt schon zur Sperrfischküste. Boah, ist ein schweres Wort. Sperrfischküste. Sperrfischküste. Siehste? Da fängt's schon an.
Es klart auf. Was klart auf? Ich müsste mal wieder Stuff verkaufen. Ich hab schon wieder so viel Scheiße mit. Oh, da hinten steht die Flotte, wie ihr seht. Ja. Super, Geralt. Ganz klasse. Oh, und auf dem Boot kann man immer nur gehen, ey. Oh. Reiß dich zusammen, Geralt. Schleich dich im Schutz der Dunkelheit. Den nehme ich mal an. Ach ne, dunkel wäre ja hier. Oh, natürlich kann ich das nicht tun. Kann ich auf dem Boot meditieren? Geht das wenigstens? Ja, danke. Danke, liebes Spiel, dass ich das noch erleben darf. So, meditiert. Wunderbar. Nichts ist besser als auf einem Boot meditieren. Junge, 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 der Mond scheint aber ganz schön hell. Mal gucken, wie sehr schleichend das ist. Ich habe auch schon wieder, ehrlich gesagt, vergessen. Mal gucken. Die aufmerksamen Leser sind sich gewiss, dass die wilde Jagd nur mit Hilfe mächtiger Magie besiegt werden konnte. Daher hat Geralt die mächtigen Zauberin der Welt rekrutiert, ganz gleich, ob er sie nun schätzte oder verabscheute. Als sich eine Möglichkeit bot, auf Frangilla Vigo für die Sache zu gewinnen, ergriff Geralt sie ohne jedes Zögern. Er begab sich schnurstracks auf das Schiff des Kaisers, auf dem die dunkelhaarige Zauberin gefangen. Gut, dann weiß ich jetzt auch wieder Bescheid. Die wird da gefangen gehalten. Versinkt das Boot! Feuer! Halt! Ich will verhandeln! Ich bin ein... Verdammt! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ganz schlechte Idee gewesen. Ja! Habt ihr sie noch alle? Werde ich die jetzt auch wieder los, oder? Ey, mein Boot ist völlig zerranzt, ne? Wie soll ich denn da jetzt rankommen bei denen? Ich will verhandeln. Oh ja, die jagen mich immer noch. Mann. Ist doch scheiße. Vielleicht muss ich da jetzt wegfahren. Geralt the Sailor. So. Jetzt nochmal. Kann ich da hin tauchen? Ich würde sagen, ich steige hier mal aus und schwimme dahin. Komm, die sehen mich nicht. Geralt, tauchen. Ich danke dir. Das sollten wir schaffen, denke ich, bis dahin. Jederzeit Feuer frei. Hä? Was ist hier feuerfrei? Würdest du mir jetzt sagen, ihr habt mich gesehen? Wo zur Hölle ist der hin? Hä? So ein Blödsinn. Ey, ich tauche hier unten drunter. Als ob ihr mich sehen würdet. Ich hätte, glaube ich, von der anderen Seite ranfahren sollen. Frage, wo tauche ich auf? Auf jeden Fall muss ich auftauchen. Hallo? Wo komme ich hier hoch, ist die Frage. Das ist der Hexer. Befehl des Kaisers. Wegtreten. Was sie benutzen.
Hallo? Ah, sehr gut. Oh. Dachte schon wieder, ey, darf jetzt hier ewig rumfummeln, um da unbemerkt drauf zu kommen. Warum hat er gesagt, das ist der Hexer wegtreten? Hexer, welch angenehme Überraschung. Ach, Emir. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Ich mag den nicht, ja? Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? Sirikanien. In Sirikanien hat sich nach Sonne gesehnt. Ich bin weder für meinen Humor noch für meine Geduld bekannt. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Doch genug davon. Wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo. Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Jennifer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Das war's jetzt, oder was? Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Dimeritium-Fesseln abnehmen. Das ist aber nett. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginville bei Arzgell. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Fetter Port. Boah, muss ich wieder... Ich muss wieder laufen. Teleportation. Aber wie du oh, endlich mal wieder teleportieren. Da schon, ich muss den ganzen Scheißweg zurückschwimmen hier. Wusch. Ey, was sind denn das jetzt für kurze Quests? Was ist denn da los? Tess, wo ist Jennifer? Die wird bald hier sein und bestimmt mit dir reden wollen. Zweifellos. Das war's jetzt. Ach so, stimmt. Das wollte Ciri ja noch machen. Als Ciri und Geralt Hindias Fall erreichten, erwähnte Ciri, dass sie jemanden besuchen wollte, der ihr viel bedeutete. Ein junger Mann namens Gall, der ihr geholfen hatte, vor der Windjagd zu fliehen. Jennifer und Geralt wechselten einen betroffenen Blick und überbrachten Ciri eine schlechte Nachricht. Gall war tot. Ciri kämpfte mit den Tränen und kündigte an, sein Grab zu suchen. Ja, dann wollen wir ihr doch den Wunsch noch erfüllen, würde ich sagen, bevor wir hier mit der Hauptquest weitermachen. Schlampe. 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 Nein, jetzt gerade nicht. Es tut mir ja leid. Aber Steffen, nixe Zeit. Nixe Zeit, Steffen. Ja, das wollte Steffen gerade. So, Skalds Grab. Wo finden wir den denn? Auf den Lofoten. Na denn? Irgendwie weiß ich, dass da irgendwas passieren wird, was uns vielleicht nicht ganz so gefällt. Aber wir gucken mal. Alle heulen sie hier? Stimmt, hier ist ja die wilde Jagd durch. Und was, wenn Feigling die Wahrheit gesagt hat? Wenn er uns Feigling? Neue Markierung. Friedhof der Lofoten. Da ist Ciri. Na los. Schön, dass du es geschafft hast. Ich dachte schon, du hättest keine Zeit. Das meinst du doch nicht ernst. Und? Hast du das Grab gefunden? Nein. Ich kann Friedhöfe nicht ausstehen. Ich will mich da nicht alleine rumtreiben.
Ich mag Friedhöfe auch nicht. Warum nicht? Diese Arbeitsatmosphäre. Ich war noch nie auf einem Friedhof, um jemandes Grab zu besuchen. Ich habe immer nur Ghule und Moder heute gejagt. Ich wäre ehrlich gesagt lieber auf Vertragsbasis mit einer Hexeraufgabe hier. Ah, mal gucken, ob das so einfach ist hier. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ova. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Ja, woher wisst ihr das schon wieder? Ja, es tut mir leid. Warum werfen die den da rein? Ciri. Muss das sein? Was machen die da hinten? Die regt das auf oder was? Weil der so... unehrenvoll war. Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling? Ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg. Ihr schändet unsere Gesetze. Die sind für uns nicht bindend. Klar, und Respekt vor unseren Gebräuchen habt ihr auch nicht. Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Ja. Gut, dass wir hergekommen sind. Die sind alle so zutraulich hier, die Tiere bei The Witcher. Ach, gucke, da springt noch eins dazwischen. Ach, da war das nächste. Spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Ach, gucke mal, die folgen uns. Gehen wir. Da freut sie sich. Das ist schön. Wo wollen wir denn hin? Zurück zum Boot. Mhm. Gut, Kertrolle. Ne, dann sind wir jetzt wieder alle da. Haben wir das erledigt? Würde ich sagen. Warte mal, gibt es hier einen Händler nochmal irgendwo? Ah, hier ist keiner unten. Das ist schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Mama hat gesagt, gut, aber das ist ja jetzt nur noch die Quest. Ja, dann müssen wir. Oh Gott. Das wollte ich nicht! Ah! Es tut mir leid. Das wollte ich echt nicht tun. Gut, wir fangen an, würde ich sagen.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Oh, Yennefer. Und warum seid ihr hingegangen? Ihr hättet mich doch auch fragen können. Damit du uns alles über deine Experimente mit dem Gen des älteren Blutes verrätst, wohl kaum. Ich habe nichts verheimlicht, was uns im Kampf gegen Eredin nützen könnte. Und was das ältere Blut betrifft, ihr wisst alle, dass Ciri außergewöhnlich ist. Der Unterschied ist nur, dass mir klar ist, wie sehr. Vielleicht bist du ja nur von ihr besessen? Wer? Ich? Okay. Ja, wir haben ja gerade noch eines gehört. Wenn wir den Sonnenstein einsetzen, wie kommst du darauf, dass Eredin es nicht herausfindet? Ich bezweifle, dass er glaubt, die Elfen der Weißen Flotte hätten plötzlich Sehnsucht nach ihm gekriegt. Wir können das Signal ändern, das der Sonnenstein aussendet. Unwahrscheinlich, dass Eredin den Ursprung erkennt. Das ist nicht das einzige Artefakt, das diese Kraft hat. Es gibt noch mehr? Großartig. Erklärst du mir dann, warum ich wegen diesem hier ganz Gellige auf den Kopf stellen musste? Der Sonnenstein war am einfachsten zu finden, glaub mir. Am einfachsten, ja, das ist, ja. Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorans Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Kommt eigentlich mit Absicht immer dieses Sound, wenn da irgendwie eine wichtige Entscheidung kommt? Jetzt muss ich überlegen, das ist die alte, die da war, ne? Wir haben in deinem Labor jemanden getroffen. Tatsächlich? Eine Elfin. Sie hat behauptet, dass du Ciri hast. Wie passt das dazu, dass du sie um jeden Preis beschützen willst? Gar nicht. Du erwartest doch nicht, dass ich dir meine Gefühle offenbare, oder? Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens, warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist. Eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Erzähl mir mehr über Garantier. Kennst du ihn gut? Ihn kennen? Ich habe ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Ich habe ihn lange vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich fähige Elfenpaare zusammengeführt, die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Karantir, das goldene Kind. Sagt mir wie gar nicht gerade der Name. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde. Warum sagt mir Karantir jetzt gerade nicht? Ist das auch einer von der Wilden Jagd? Nette Welt, die ihr NL da habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben. Sag mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühl. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enseide tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Wir sind gleich. Weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Oh, da ist was dran. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Margarita, stimmt, das ist die Zauberin? Besser?
Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Das ist gut. Ja, die wurde ja eigentlich schon... Wir sollten Iridin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Das ist natürlich nicht gut. So, na denn haben wir alles, würde ich sagen. Beziehungsweise kann ich hier... Nee, kann ich nicht. Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte an Dilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Iridin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran, wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Jetzt überlege ich gerade. Na los. Ich bin bereit. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Irgendwie traue ich ihm noch nicht so ganz. Ich wollte gerade noch mal in der Liste gucken, wer Karantier noch mal war. Aber gut. Mal gucken, was uns erwartet. Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ach, ihr seid alle so charmant. Oh, Geralt, auf dich haben wir gewartet. Wirklich? Mir scheint, ihr habt schon angefangen. Wir haben Fragen magischer Natur besprochen. Nichts, was dich besonders interessieren würde. Klar, ich bin ja nur ein schlichter Hexer. Keine Sorge, Schlichtheit hat auch ihren Reiz. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach, aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karantir auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterieregiment unter Herzog Var Atre es entern, mit deiner Hilfe. Was ist mit dir? Wo wirst du sein? Ich warte als Reserve. Wenn etwas schief geht, greife ich ein. Wie ein General, der seine Truppen vom Hügel aus kommandiert. Tutest du ins Horn oder schickst du uns Boten? Welch feine Ironie. Doch womit habe ich sie verdient? Hast du Grund, an meinen Absichten zu zweifeln? Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Mann, sind die alle gute Laune hier. Viel Glück. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten. In sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Na, und bei ihm bleiben, ist klar. Ich glaube, das lässt Geralt nicht zu. Lass mich raten. So hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen, so hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu. Viel zu gefährlich. Ah, wessen Seite stellen wir uns, Ciri oder Avalach? Ah, ist schon wirklich gefährlich. Tja, ganz falsch liegst du damit nicht. Ich dachte, wenigstens bei dir kann ich mich drauf verlassen, dass du mich ernst nimmst. Das tue ich auch, das weißt du. Du hast keine Chance, Iridin zu besiegen. Verdammt, ich weiß nicht mal, ob ich eine habe. Also bleib weg von ihm, weit weg. Cirael, schwörst du am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Macht doch im Endeffekt sowieso wieder, was sie will. Oh ja, das ältere Blut kann feurig sein. Überzeugt hat sie nicht geklungen. Nein,
Aber ich kann sie schlecht fesseln und wegteleportieren, oder? Von dem Versuch rate ich klar ab. Tja. Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Boten und den Soldaten auf dich. Ah, oh, perfekt. Haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit rumzutollen hier? Vielleicht gibt's hier noch einen Händler? Ey, das ist doch die Liebesmucke. Kommt Yennefer etwa? Ja! Na? Yen, warum bist du hier? Um dich zu sehen. Ist was passiert? Noch nicht, aber bestimmt bald. Vielleicht überleben wir es nicht. Unsere Chancen stehen schlecht. Wir haben viel durchgemacht und ich will verdammt sein, wenn wir scheitern. Es wird schon gut gehen. Ich bewundere deinen Optimismus. Ich wünschte, ich könnte ihn teilen. Hör zu, wenn das vorbei ist, wenn wir überleben, will ich weg von hier. Weit weg. Und ich wünsche mir, dass du mitkommst. Wohin? Wohin auch immer. Nach Horvis, jenseits der Drachenberge, sogar nach Serikanien. Möglichst weit weg von Politik, Intrigen und diesen höheren Kreisen. Das klingt zu schön. Ja, die Sache ist ja die, Philippa wollte ja auch, dass Yennefer mit mir verschwindet. Es wäre ja auch in ihrem Willen. Und ich meine, ich habe da auch jetzt nichts gegen. Also, ich will ja mit ihr zusammen sein und so. Das ist ja kein Problem. Also, ja, würde ich das jetzt einfach mal sagen, machen wir das so. Ach, die Brille, zu herrlich. Ich würde überall mit dir hingehen. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Geh, Geralt. Avalach wartet schon. Ach, endlich. Und pass auf dich auf, Hexer. Nach über 100 Parts kommt mal eine Szene, wo man mal auch ein bisschen äußert, dass ich mit der Alten zusammen bin. Naja, okay, ich habe mit Chani rumgeknutscht, aber das ist ja eine andere Erweiterung gewesen. Das zählt nicht. So, wir sind hier. Gibt's hier einen Händler? Baren. In Lea der Korps Esteria. Händler, Händler, Händler. Da gibt's einen Schmied. Da gehe ich jetzt nochmal hin. War Atre? Willst du spionieren? Falschen? Nee, keine Ahnung. Ich möchte. Zeig mir deine. Oh, du hast ganze 850. Ist ja der Wahnsinn. Bei dem habe ich schon eines losgeschlagen hier, wa? Warte mal, die werden wir uns mal alle kaufen. Jo. Meisterrüstung hat's denn, hat er nicht, ne? Nee. Gut, wir verkloppen hier mal. Warum macht denn der so viel Schaden? 435? Ist ja noch besser als meins. Boah, ey. Ich werde das Zeug nicht los, ne? Schrecklich. Schrecklich, absolut schrecklich. Könnte ich höchstens zerlegen, aber das bringt mir auch nichts. Wir reparieren mal noch hier. Was wir hier so haben noch. Bisschen Vorbereitung muss ja sein. So, ich denke mal, das war's. Und dann hat er noch ein bisschen... Ist das zerlegen? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte nochmal verkaufen. Das geht auch schon nicht mehr. Warum sind denn manch gelbe Sachen billiger als... Warte mal, wir haben da noch hier... Nee, warte mal. Wo war denn da drin? Questgegenstände? Andere Gegenstände. Weg mit dem Scheiß hier.
Skizzenbuch. Ja, weg damit. Aber wir hatten doch noch Goldketten und so ein Scheiß, oder nicht? Ist das nicht ohne alles mitgenommen? Na, ist egal. Gut. Oh. Alles klar. Ich würde sagen, vorbereitet sind wir. Tränke sind auch alle aufgefüllt. Jetzt muss ich mal gucken, mein Inventar, ja, ist immer noch überlastet. Aber dafür kann ich ja nichts. Das ist ja einfach alles scheiße. Gut. Und wir sehen uns bei der Schlacht, denke ich mal. Beim nächsten Mal. Es tut mir leid, aber der Cliffhanger muss leider mal sein. Dann, wir sehen uns. Ciao.